Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, leider hatten wir dezente Audioprobleme, deswegen sind zwei Folgen nicht online gegangen. Aber ich zeig euch mal, wenn Kloppy Jasmin mich hier mal lässt. Hallöchen! Ja, ja, man merkt an meiner gestressten Laune, wir sind mit Jasmin unterwegs. Nein, wir hatten heute einen sehr spannenden Tag, deswegen. Ah ja. So, ich kann ja einmal zeigen, was in diesen zwei Folgen aber passiert ist. Ich wollte die nur nicht hochladen, weil da ist gar kein Ton. Also weder Spiel noch Mike noch... Ich habe umsonst so viel Blödsinn geredet. Toll, danke Patrick, danke ja, dafür. Ja, wir haben völlig umsonst viel Spaß gehabt. Danke, also wir haben jetzt hier so eine Dartbox. Weiß gar nicht, haben wir die noch mit drin in der Folge, die wir hochgeladen haben? Zumindest haben wir hier schon mal eine Dartbox haben wir gebaut. Habe ich hier noch irgendwie was vorbereitet? Ich weiß das gar nicht mehr so lange her, ey. Immer noch keinen Weg nach oben, aber... Das leer? Haben wir gebaut. Der ist auch leer. Hier ist nichts angepflanzt. Doch. Oh, da ist noch Holz. Das muss ich gleich aufwerten. Oh, ich muss was trinken. Jetzt nicht runterfallen hier. Und bis hier sind wir erstmal gekommen. Das haben wir soweit alles fertig gemacht. Aber es waren noch längere Folgen sogar. Und die sind vollkommen hin. Ich brauche Wasser. Hallo. Können wir leider nichts machen. Aber wir sind jetzt kurz vom Blutmond. Wir haben Tag 28. Noch ein bisschen Zeit, die letzten Feinschliffe... Ach, der Generator ist aus. Die letzten Feinschliffe zu machen. Sag mal, wolltest du bei dir oder bei mir in der Basis den Blutmond feiern? Ich bleib bei mir. Ja, ich habe ein gebrochenes Bein. Oh. Ja, Patrick. Ja, weil ich werde wahrscheinlich hier mal testen. Ja, ich fühle mich tatsächlich... Möge der bessere gewinnen, Digga. Ja, oder? Hm? Können wir einmal so einen kleinen Test machen, wer... Wer besser gebaut hat. Ja, und ich fühle mich bei meiner Seite ein bisschen sicherer als bei dir. Ist ja schön für dich. Also soll jetzt nichts gegen deine Bauweise haben, aber... Komm auf. Na, du bist hier einfach höher. Ich hab verstanden, den Weg mit dem Faunfall. Faunfall. Na, du bist hier halt dezent höher, ne? Die Skyline hier oben ist schon schicker als wo wir bei dir Blutmond feiern. Eisenfensterlehnen sind doch auch gut, ne? Ja, okay. Besser als Holzfensterläden. Bestimmt, Jasmin, wenn du das sagst. Mit Muss und Sicherheit. Ja, ey, du hast keine Ahnung. Ey. Null. Nada, nischt. Brauch 10 Eisen. Den Holzbalken wollte ich so wissen. Wollte ich das nicht haben nicht. Oh, wieso ist mir gerade so schlecht? Jetzt hab ich's probiert. Das ist dein Gerede, ey. So. Einmal kurz aufwerten. Munition kümmerst du dich ja trotzdem drum, ne, gerade. Ich aus, oder was? Ja. Nö. Machst du jetzt wirklich nichts an Munition? Doch, aber ich muss mal gucken, was ich überhaupt hier an Munition... Da ist mal nix und da ist auch nix. Da ist aber meine Klingfalle, die ich brauche und hier ist auch kein Schießpulver. Hä? Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ich habe kein... Hä? Haben wir wirklich keine Munition? Ach, da war ja was, ne? Weißt du, wir brauchten, glaube ich... Weil wir so viele Wellen hatten. Ja, wir haben kein Nitrat, keine Kohle. Doch, Nitrat haben wir schon so ein ganz bisschen, aber wir haben keine Kohle. Oder? Und wir hatten keine Höhle. Habe ich nicht deswegen auch die Dartfalle gebaut, weil ich gesagt habe, wir sind schon wieder voll am Arsch? Das ist schon lange her und du laberst ja immer so viel. Ja, das stimmt. Okay, Schießpulver kann ich nochmal herstellen, aber ich weiß nicht, ob wir, Schlaganfall. Hier, Mann, wie heißt denn das jetzt hier? Eisen und so. Mensch. Ist doof, oder was? Messing? Blei? Ja, genau, hier diese Hülsen da. Patronenhülsen. Hey, können wir gar nichts machen. Fuck. Genau, deswegen habe ich nämlich auch hier die Dartfalle gebaut gehabt. Und da soll auch nochmal eine rein. Und die später versetzt werden. Habe ich die schon gebaut? Weißt du das? Nee, ne? Ich muss mich hier mal konzentrieren, jetzt Quatsch. Jasmin, unterhalte dich doch mal mit mir. Nein, ich will mich nicht mit dir unterhalten. Oh, hier kann ich ein paar Patronenhülsen. Oh, 50, ja. Oh, hoppala. Nicht so toll. Hier sind ja überall Blockschäden.
Nee, warte mal, ich wollte hier ja, aufwerten, damit die hier nicht mehr raufgehen, ne? Ich hatte doch hier Blei drin eigentlich. Damit die hier nicht prügeln? Werden die da denn prügeln? Mann, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, ne? Würden die jetzt hier, wenn sie hier hochkommen, und die werden ja hier hochkommen, würden die denn sagen, ich will durch die Mauer? Okay, Messing habe ich gar nichts, Blei habe ich auch nichts. Scheiße. Du bist ja mega schlecht vorbereitet. Ja. Vielleicht hier einfach nochmal einen hochziehen. Die Och ja Mann, hau doch einfach ab, ey. Ich brauche meine Munition. Ist das eine Schreierin? Nee, ich will es so gleich merken. Ja. Ja. Hast du deine Antwort? Ist sie bei dir? War. Mhm. Ach, das ist doch blöd, ey. Ich glaube, sie hat nicht geschrien. Also sie hat schon geschrien, ne? So. Aber nicht so. Oh, das ist verletzend, ey. Die haben ja hier trotzdem. Ah, ich verschwende jetzt meinen Beton hier erstmal nicht. Das können wir auch einmal mit aufwerten. 304. Messing 379. Muss ich halt aufnehmen. Das ist ja alles nichts. Wir brauchen das ja. Müssen wir vielleicht auch nochmal losgehen? Ja, Messing und Blei. Holen. Suchen. Und so. So. Hier haben sie auch schon Damage gemacht. Wieso das? Damage. Wieso das? Jasmin. Wieso haben die das gemacht? Ja, wieso haben die das gemacht? Wissen die nicht, wie viel Blut, Schweiß und Tränen in meinem Handwerk stecken? Nee. Ist dem wahrscheinlich auch Wurst. Bring sie mal hin und sag denen das. Mach andere Seite mal ich auch nochmal unten, da die ersten zwei. Irgendwann sterbe ich noch an meiner Dartfalle. Ja, vielleicht auch hier. Und möglicherweise die Fenster hier. Ja, ich weiß nicht, kommen wir mit Klingenfallen aus? Boah, ist schwer, ne? Ja, wir hatten ja zigtausend Munition, bis das losging mit diesen ganzen Schreierwellen. Ja. Das ist jetzt ein dezentes Problem. Ich muss mal gucken, ob ich hier schon irgendwie eine Klingenfalle gebaut habe. Ja, das und das und... Die Klingfalle, das ist meine. Ja, sehe ich gerade. Warte, ich pack wieder rein. Der Generator ist auch deiner. Dieser Hund, ey, dieser Hund. Ja, kannst du das mal bitte für mich dann machen? Hä? Das ist ein Hund. Hast mich doch gerade angeschrieben. Ich habe vorhin gesagt, meine Klingfalle, ja, bei mir ranmachen, da an meinem Ding. Sage ich noch... Hier ist sogar noch für meine Klingfalle. Und du kommst jetzt hin? Hier ist noch eine Klingfalle, du Ratte. Naja, hätte ich doch auch gut gebrauchen können, ne? Mm, das ist meine. So, ich habe deinen Generator, habe ich dir mal... für mich fertig machen. Ich habe deinen Generator, habe ich mal in den Dings geschmissen. Dann brauche ich ja noch eine zweite Druckplatte, ne? Druckplatte. Du brauchst bald ein neues Gesicht, wenn du so weitermachst. 50 geschmiedete Eisen. So, 50 Eisen. 8 und 6. Da die Kiste, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und. Also, wenn ich nicht gut vorbereitet bin, dann weiß ich auch nicht, ey. Ja, dafür, dass wir gesagt haben, wir lassen uns so eine Blamage nicht nochmal geben, mit solch einer Niederlage. Hast du uns echt schlecht vorbereitet, ne? Du willst doch sowieso in deinen Bunker gehen, also geh doch.
Vielleicht baue ich noch eine Luftbrücke zu dir. Für den Fall der Fälle. Nee, brauchst du nicht. Warum nicht? Nein. Bleib bei dir. Aber wir können doch Team abmachen. Nö, können wir nicht. Wir beide, verbündet. Immer noch zu dicht, finde ich hier, ey. Was? Meine Anlage an deiner? Dieser Balken hier. Finde ich immer noch ziemlich dicht hier. Oh, ich glaube, der Weg ist zu weit. Ich kann deine Klinkfalle nicht anschließen. Oh, wir gucken. Oh. Kannst du das nicht hier oben hinpacken? Oh. Ne, ich habe die ja schon gesetzt. Du bist ein Held. Aber das ist ja echt nicht weit, ne? Kann ich da hinten das Ding nicht rausschlagen? Dass da ein Loch ist, dass die gleich runterfallen? Oder sehen die das denn nicht mehr als Weg? Warte mal. Ich muss erstmal gucken, wie ich deine Klingfalle hier anschließe. Aber von hier losgehen? Komme ich von hier oben ran? Jo. Das hat funktioniert, Jasmin. So, was willst du von mir? Hab ich doch gesagt, da oben hin. Wo willst du ein Loch hin? Kann ich nicht hier so ein kleines Loch machen, dass die hier runterfallen? Oder stecken bleiben oder so? Wenn du die jetzt... Also du meinst ein Loch nach ganz unten oder was? Nee, einfach nur so ein kleines Loch. Hier, wenn ich hier den Balken und so wegnehme, dann stürzt alles ein, ne? Ja. Aber das kann weg hier. Ja. Dann fallen die wenigstens da schon runter. Möglich, ne? Durchaus denkbar. Schon mit Stein hier, ey. So, den Generator und den wollen wir denn hier. Da können wir einmal die Klingenfalle. Ja, wo wollte ich denn die jetzt anbringen? Das ist eine gute Frage, ne? Vorzugsweise, dass ich die auch reparieren könnte. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Der Nagelschusspistole. Wie viele Blocks sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Es sollte eigentlich gehen, ne? Dann gucken wir nochmal. So, dann muss ich nur einmal reinlatschen. Dann brauche ich nur eine Treppe für hoch und runter. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, dann brauche ich nicht immer hier den Weg nehmen und kann oben schon mal zumachen mit Gitterstäbe. Oh, weg ist weg hier. Den Abstand trotzdem ein bisschen mau hier. So. Den. Und den. Irgendwann sterbe ich. So, kommt hier der gute Freund rein. Okay, produziere ich denn Dartpfeile? Weißt du das? Nee, ne? Oh, oh, oh. Jasmin, das wären harte Zeiten, wären das heute Abend. Scheiße, ey. Hier schmelze ich nur was ein. Das ist jetzt nicht allzu viel. Wie heißen die? Eisendart. Eisendart. Munition. So. Stellen wir da noch ein bisschen was her, aber die machen halt nicht viel Schaden, ne? Auf wie viel können wir die denn stacken, sag mal? Oh nein! Nein! Sie hat geschrien! Ah, dieses Mistviech. Kommst du klar? Nein. In deinem sicheren Bunker? Ja. Totally safe. The safest bunker I ever built. Oh nein. Oh nee, das ist ein Springer, ne?
Warte mal, ich brauche hier noch eine Leiter. Habe ich doch hier. Leiter quadratisch. So. Sind die bei dir oder was? Irgendwas ist bei mir. Im Raum. Na denn, viel Spaß. Okay. Ja, wenn ich jetzt schon meine Leiter hätte, könnte ich die Klingenfalle ausprobieren, ne? Also die würden auf jeden Fall auf die Klingenfalle fallen. Oh, das sieht gut aus. Könnte ich die reparieren? Die sind alle bei dir, da bleibt mal alle. Nee, oh nein, ich komme an die Klingenfalle zum Reparieren nicht ran. Das ist nicht gut. Ich will nur mal die Schreierin. So, der Rest wird jetzt weggeknüppelt, wenn er soweit ist. Die kommen jetzt zu mir. Toll, hätte ich mal nichts gemacht. Nee, ich habe noch mehr als genug hier. Mach dir keine Hoffnung. Sicher ist sicher, ne? So, Leute, ich habe euch eine Treppe gebaut. Könnt ihr hochgehen? Oh. Attika? Ah, die ist auch runter. Ich habe hier auch mega viele Grüne schon wieder. Schade, dass die nicht an Fallschaden sterben, ne? Jasmin, du kriegst da dezenten Besuch. Was wollen die denn hier schon wieder? Da hat wer Krach gemacht drüben, würde ich sagen. Nee, ich meine hier die Ecke. Oh, der macht hier meine Wand kaputt. Aber mehr kommt nicht bei mir. Ja, doch, doch. Die sind unterwegs. Ja? Jasmin, ja klar, die sind unterwegs. Ach da. Das lassen die sich doch nicht nehmen. Ja, die laufen sie erstmal selber um den Haufen. Auch geil. Ey, wieso ist der denn wieder aufgestanden? Der war doch tot. Hä, wieso stehen die denn wieder auf, wenn die tot sind? Hä? Sind das Grüne? Nee. Weil die Grünen regenerieren, ne? Das ist natürlich. Versuch nur auf den Kopf zu schießen, Munition sparen. Oh, jetzt wäre ich fast runtergelaufen. Meine Maus hing an der Tastatur. So, wie sieht's denn aus bei dir? Die sind alle auf der Rückseite von deinem Gebäude. Hä? Und? Alter. Ja, wunderbar. Ich brauche hier nicht mal ein Gitter vorne. Einen kleinen Moment, ich bin gleich zurück. Die hat schon wieder geschrien. So, da sind wir wieder. Die hat schon wieder geschrien. Ich sehe hier nichts, sind alle bei dir wieder auf der anderen Seite. Du hättest mal deine Treppe in meine Richtung haben müssen. Ja, du hast sie gebaut. Dann hätten wir uns gegenseitig beschützen können. Ey, wo sind die denn? Hier ist doch keiner. Ne, ich habe gerade den letzten gemacht. Nee, aber der Bunker funktioniert tadellos, Jasmin, du. Ich kann hier, oh, das geht nicht. Ich kann hier richtig bequem von oben nach unten schießen. Und die kommen nicht mal rein. Ey. Oh, das geht ja gut. Jetzt geht hier meine ganze Munition drauf. Schieß doch nicht. Ja, wie soll ich denn die sonst... Aha, lustig. So. Jetzt machen die bei mir wieder alle Schrott. So, warte mal. Jetzt gehen wir hier rein. Dann können wir da schon mal zumachen und machen uns außen einen Aufgang. Außen wäre besser, ne? Alter. So, einmal Kopipaste. Hast du noch Grün bei dir? Mann, hier ist nichts mehr eigentlich. Achso. Nervt das, ey. Hier hinten oder wo? Wo bauen wir die Treppe an? Erstmal die Leiter. Pass auf, wir werden jetzt hier... Und die werden wir nicht aufwerten.
weil das nur ein Provisorium ist. Aber das funzt. Und dann machen wir hier eine provisorische Tür rein. Eine Holztür. So. Wunderbar, dann kommen wir hoch, runter. Das können wir wegnehmen. Hier kommen schon mal Stängel hin. Munition ist ja am Laufen. Ja, nicht viel, ne? Nee, ich meine jetzt auch die Darts gerade. So, dann machen wir hier schon mal... Ja, das war spitz. Einmal dicht. So. Das sieht doch tadellos aus, Jasper. Tadellos ist das jetzt hier nicht so wirklich. Ah, ich bin ganz zufrieden. Oh, ich habe keinen Beton mehr. Habe ich unten noch Beton? Das wäre jetzt natürlich mega geil. Hier noch ein bisschen was drin. Ich habe Sand. Sand. Habe ich Stein und Zement hier? 1000 Zement. Hier noch mal ein bisschen Stein. Den rüber. Dann machen wir uns Betonmischung fertig. 1000 gehen. So, Sand können wir auch gleich mit rauspacken. Stein haben wir mit rüber. Okay. So. Ah, das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich. Bitte. Oh, ich muss mal was essen. So, das heißt, ich muss jetzt hier außen rum. Jasmin, hast du mir noch was Schickes gekocht hier? Komm ich nicht runter. So. Komm ich gerade nicht zu. Mach gerade noch ein bisschen Munition, aber, ey. Wir müssen nur noch ein bisschen Suppe haben, oder? Ach, Schüssel, heiße Suppe. Oh, oder Kürbiskuchen. So. Den nochmal ein Schlückchen trinken. Aus unserem Hausbrunnen. So. Das reicht. Die Blase ist voll, der Magen gefüllt. Was will man mehr, nicht? So, jetzt können wir hier einmal gucken. Wir haben die Klingfalle. Wir könnten diese Druckplatte schon setzen. Das alles miteinander verbinden. Oh, Munition wird echt ein Graus. Das wird echt ein Graus. So. Tag 28 leuchtet ja auch schon rot. Da habe ich noch gar nicht gesehen. Yep. Na gut, ich habe jetzt kein Messing mehr, ey. Jetzt liegt es am Messing. Scheiße. Ich werde wieder so verkacken hier, ey. Aber wenn wir das noch ein rübersetzen, würde besser aussehen. Aber nicht jetzt. Cool, jetzt muss ich das noch anschließen. Ach, kacke, jetzt muss ich ja wieder komplett außenrum. Ah, ich hätte bis zum Blutmond hätte ich noch auflassen sollen. So, einmal hier rein. Einmal unsere Zange. Und... Aha. Erst in die Druckplatte und dann die Druckplatte zum zur Dartfalle, ne? Gut. Vielleicht setze ich hier auch nochmal eine Treppe ran. Einfach nur, damit ich hochlaufen kann. So. Zwei reicht ja vielleicht schon, ne?
Was können wir denn jetzt... Mit Quest holen wir keine Munition raus, würde ich sagen. Was können wir denn machen, um noch ein bisschen besser uns vorzubereiten? Oh, Messing. Holzstachelfallen wäre eine Idee. Holz, habe ich ein bisschen was in der Tasche? Aber ich werde das an der Werkbank machen. Und zwar die Holzstachelfalle. Ein primitives, aber wirksames Mittel gegen Zombies in einer Apokalypse. Geht so. Oh, das ist aber teuer. Dann mache ich nur 150. So. Also so schlecht sind wir von der Munition gar nicht aufgestellt, ne? Ja. Ja, aber ich habe es mir schlechter vorgestellt. Ich dachte, es gibt jetzt fast nur noch das, was ich in der Tasche habe. Für dich ja. Okay. So spielen wir also. Ja. Sag mal, ich habe doch noch einen automatischen Schrotflinten-Geschützturm irgendwo gehabt, ne? Nee, der ist oben. Ist der nicht hier drin? Habe ich keinen gehabt? Wie war so? Automatischer Schrotflintengeschützturm. Automatischer Schrotflintengeschützturm. Wo ist der automatische Schrotflintengeschützturm? Er hat sich tatsächlich keinen. Oder verwechsel ich den gerade mit den Robotikhammer? Das stimmt. Aber for real? Hier aus Versehen reingeschmissen? Nö, ne? Aber scheiß drauf. Zombies gibt's nur einmal im Jahr. Oh, und balala. Oh nee, nicht schon wieder. Mann, ich brauch doch meine Munition, Girl. Dann schieß doch nicht. Ich weiß. Ja, wie soll ich sie denn? Bevor sie schreit, musst du sie hinrichten. Wie denn? Wo ist die Alte denn überhaupt? Hab ich den rübergeschleppt? Okay, sie hat verstehen. Ja, weil ich auf dich gehört habe. Tolle Wolle, Patrick, ey. Also, hättest du nicht auf mich gehört, dann wäre sie einfach umgefallen, ja? Ja. Ah. Oh, wieso hakt mein Spiel etwas bisschen? So, warte, bis sie dichter dran sind. Wieso, ich treffe die von weiter weg besser. Ja? Hm. Oh. Jaja, bei mir war auch jeder Schuss ein Treffer, Jasmin. Oh, das war's schon. Hey, irgendwie beglatt sie noch nicht hier. Jetzt so. Sag mal, Ich hab doch einen Knick in der Optik, oder? Wir hatten doch einen automatischen Schrotflinten-Geschützturm. Weiß ich nicht, was du willst, Digga. Kann ich den denn bauen? Automatischer Schrotflintengeschützturm mit einer Haltbarkeit von Maschinenpistole. Ne, ich kann gar keinen bauen. Ah. Ja, gut. Denn eben nicht. Kann ja drüben nochmal kicken, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nichts. So. Dann wäre der ja hier drin. Oh, doch. Jo. Automatischer Schrotflintengeschützturm, Jasmin. Ich habe eins. Jetzt brauche ich nur noch ein sexy Place dafür. Wie lange haben wir eigentlich schon gespielt? Ah, oh, nicht.
30 Minuten. Mhm. Es wäre denn ein geiler Platz für den automatischen Schrotflintengeschützturm. Will ich dafür vielleicht extra Türme machen? Aua. Tut dir meine Stimme in den Ohren weh. Ja, auch. Ich habe mir gerade eine Spitze vom Chips voll ins Zahnfleisch gerammt. Deswegen esse ich keine Chips. Nur diese gerösteten Kartoffelscheiben. Die finde ich geil. Aua. Das tat weh, ey. Na egal, ich nehme noch einen. Ja, drei Ibuprofen 800 und du merkst es gar nicht mehr, was dir da passiert ist. Eben. Ja, wenn der hier so in der Ecke stehen würde, wäre schon cool, ne? Aber da kommst du ja zum Nachfüllen nicht ran. Und eigentlich wollte ich ja hier so eine Reihe. Soll ich mir den aufheben? Wobei das schon geil käme, ne? Hier so eine Dreieckplatte oder sowas und dann den Turm da drauf. Dann müsste man da aber aufmachen und ein Fenster anbringen. Ah, nee, das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Gucken doch eigentlich nie in dieser Bude hier nach Loot, ne? Leer. Leer. Er wird wohl schon seine Gründe haben, dass wir hier nicht suchen. Ja, unfassbar. Leer, alles leer hier. Unfassbar, was war da denn los? Oh Gott. Hast du Besuch oder was? Nee, ich war hier im Untergrund. Oh, ist schon wieder hier einer bei mir, das ist doch langsam nervig. Aber das wollte ich denn doch nicht, das ist mir denn doch zu wild. Wie komme ich hier wieder aus dem Keller raus? Hier. Ah, ich vergesse mal, dass ich Zement nicht hier machen kann, Alter. Jetzt muss ich wieder runter. Ja, wunderbar, Jasmin. Was sagt man denn dazu? Könnte sein, dass du gleich Besuch... Ja, ich weiß, es nervt mich auch schon wieder dezent, ey. Die Großfamilie von nebenan ist vielleicht auf dem Weg zu dir. Hä? Ich hab keine Ausdauer. Oh, ey, ich bin sowas von... Doof? Dumm, ey. Alter, ich bin so dämlich. Mensch, wo sind die denn jetzt schon wieder? Wie hast du schon wieder Zombies? Wollen die jetzt da rein? Ey, und die verarschen einen, die bleiben kurz liegen? Hattest du denn schon wieder Zombies? Ich hab hier, warum hauen die gegen meine Wand? Hä, wo ist er denn jetzt? Wer denn? Hä, hier ist doch noch einer gewesen. Wo haut denn der Spacken schon wieder hin? Da ist so ein Versicherungsvertreter. Die sind immer ganz fix auf genau, die Beine. Ja, genau, der nervt, ey. Die sind immer so ganz fix auf die Beine, ja. Oh, Entschuldigung, könnt ihr bitte stehen bleiben hier? Oh, ihr habt einen wunderschönen Staubsauger. Kann ich denn meine Klinkfalle anmachen? Der kann sogar saugen. Du musst deinen Generator anmachen. Dafür musst du Benzin in den Generator füllen. Und der ist wo? In deinem Regal im Keller. Nein, der Ben... Nicht der... Der Benzin? Der Generator? Ja. Mhm. Kann ich dir dann anmachen schon? Ja, wenn du da Benzin reinfüllst. Dann muss Benzin... Ich habe verstanden, dass ich Benzin da reinmachen muss. Benzin. Ja, genau. Du füllst da Benzin rein, ne? Und wenn du Benzin reingefüllt hast, dann kannst du ihn anmachen, ne? Musst nur vorher einmal tanken. Hey, wie kann ich das denn machen? Ja, du musst Benzin in dein Inventar nehmen. Oh, ich hab im Auge... Eine Pupille. Oh, hab voll gemacht. Entschuldigung. Oh, geil. Warum kann ich den da nicht reinmachen dann? Muss tanken, ne? Einschalten. Ja, hab ich. Jetzt einschalten. Ja. Mindestens eine Komponente. Hä? Was sagt der? Ach, du musst ja auch noch einen Motor reinmachen. Ah ja, stimmt. Ja, einen roten. Ja.
Das ist das, was ich brauche, ey. Oh Mann, diese Zombies nerven. Da kriege ich schlechte Laune langsam. Oh nein. Hast du jetzt... Ich wollte gerade sagen, einen roten Motor geklaut. Nein. Mhm. Weiß ich, hab ich gesehen. Habe ich beim Händler verkauft. Mhm, Arsch. Für 10 Jetons. Hat er Rabatt gekriegt von mir, weil er so lieb war. So, an ist das Ding. An ist die Wurst. Ey. Wo sind die denn schon wieder? Wo kommen die denn immer her? Ja. Was war da denn los? Hast du zu viel Krach gemacht, Jasmin? Keine Ahnung. Hä? Ich höre einen, aber ich sehe keinen. What? The fuck? Oder ist der bei dir? Nee, bei mir ist keiner. Er muss doch. Hier ist bei mir keiner. Hä, dann geh mal bitte bei mir gucken. Ich bin gar nicht da. So? Ja, ja, ich sehe nichts, aber irgendwo muss hier einer sein. Was war da denn los? Was war da denn los? Unfassbar! Oha. Oha. Und Huhn. Oh, hey, eine Kiste. Die haben wir noch gar nicht geöffnet. Der ist bei dir drin oder ist der im Haus hier? Irgendwo kloppt hier einer gegen, aber bei mir ist er nicht. Vielleicht beim Nachbarn im Haus? Im Gelben? Ja, hab ich auch schon gedacht. Hey, bin auch der Meinung, die sind da hergekommen. Die sind sie hergekommen. Durch irgendwas sind die getriggert worden. Und dann haben sie sich gesagt, ja, jetzt ziehen wir aber los. Trigger. Als sich die Familie zusammengetan hat, los Leute, jetzt ziehen wir ab hier. Wir räumen da drüben mal ein bisschen auf. Wir mischen die Nachbarn auf, haben die gesagt. Ich sehe nichts. Die mit ihrem ständigen Baulärm, das geht mir auf den Zwirn. Vielleicht. Jetzt hab ich mich verjagt. In der Hose voll, ne? Nee, hat man das gehört? Ja. Also ich meine, wie der Kotten in die Hose gerutscht ist. Ja, man riecht's auch. Nee, das ist noch von vorhin. Da hab ich geschurzt. Da läuft ein Hase bei dir. Das bin ich. Nee. Kannst mich auch so nennen. Wie Rabbit. Irgendwo haut doch hier. Was nicht hin? Einer irgendwo gegen. Vielleicht ja beim Nachbarn im Keller. Du solltest da runter gehen gucken. Die Leiter macht ja gar keinen Sinn. 3 im Sinn, 2 nach unten. Bin ich wieder draußen. Oh Gott, der ist gespawnt in dem Moment, wo ich unten war. Weiß nicht, was ich machen wollte, Mann. Machen wollte, Mann? Ah. Hallo? Hey. What's up? Ist irgendjemand hier? Nee. Ich habe noch ein bisschen Benzin. Aber sonst ist hier nichts, ne? Im Keller. Oh, Steine, geil. Oh, da will ich ein Haus bauen. Eieiei. Du kriegst die Tür nicht zu, Jasmin. Kann man eigentlich? Nein. Einfach nein. Nee, kann man auch nicht. War pure Verschwendung. So, dann können wir nochmal oben gucken hier bei Bauer Harms. Was hat denn der so im Pedo? Oh, einmal hier schauen, ne? Irgendwas nachgekommen? Können wir hier irgendwas looten? So, jetzt sehe ich hier gar keinen. Verdorbener Müll. Oh. Wieso seid ihr denn alle orange? Deine blutigen Augen machen mich so sentimental. Oh, da habe ich die alte flach gelegt, Jasmin. Hm. Können wir. Gibt's hier noch irgendwas Cooles? Ein Schrank? Okay. Da haben wir alles durch hier. Dann gehen wir mal in den Living Room. Er hat die ganzen guten Vorräte schon aufgebraucht hier. Ey, weißt du, du kannst hier ganz stibitzenheimlich in den Schrank gucken und da looten. Da kommen Zombies aus 8 Häusern Entfernung. Ich schieße in der Küche und der im Wohnzimmer hört's nicht.
Ja, hier schon wieder irgendwie an. Hä, wo ist sie denn? Oh. Ich hasse es langsam. Deine blutigen Augen machen mich. Ich habe so lange nicht gespielt, ich bin echt überfordert hier langsam. Wo ist sie denn? Ja, hi. Hast du schon mal draußen geguckt? Nee. Ernte schreit die ganze Zeit hi. Stahlwerkzeug hi. Qualitätsstufe 2 kann ich jetzt herstellen, Jasmin. Bei mir ist sie nicht. Die ist blöd oder was? Junge Dame, ich hab einen Freund. Hä? Da war er. Ist sie bei. Ist sie da? Ich bin ganz weit weg. Ja, das ist schön, weil ich sehe sie nicht. Dann muss sie ja bei dir sein. Eine Schreierin? Ja. Nö, die kommt ja nicht rein, ne? Ja, aber wenn sie schreit, kommt die zu mir, du Dulli. Ja, dann lass die doch einfach nicht schreien. Am besten ist, du gehst da heimlich rüber. Oh, ich dachte schon, ich habe meine Schraubzange vergessen. Die echt nicht. Ich habe jetzt schon nichts mehr frei. So. Ja, die haut bei dir irgendwas Schrott. Bei mir? Ja, muss ja. Ich sehe die bei mir nicht. Sag mal, hörst das du gibt mir nicht eine Anzeige. Zu? Das sag ich dir aber. Da rufe ich die Polizei. Hä? Kommt Officer Schlotz vorbei. Gut, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Was ist sie denn jetzt? Haben wir hier noch 1, 2, 6 Heizkörper für mich? Hier könnte ich noch mitnehmen. Das ist ja deine Bude, nicht meine. Ja, ich bin nicht da. Ich kann da jetzt nicht eingreifen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Als guter Freund würdest du einmal bei mir rumlaufen. Ja, bestimmt, ey. Jetzt muss ich echt nach Hause fahren. So. Da schreit sie, aber ich sehe hier keinen. Hoppala. Hä? Da habe ich mit dem Fahrrad aber den Zaun kaputt gehauen. Hi, die schreit immer nur hi. 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 Ja, ich will jetzt nicht schießen, weil dann schreit die und kommt zu mir und dann kommen die wieder alle zu mir. Vielleicht hat die einer eine Waffe und denkt, die ist am Strand. Hi! Hi. Ich denke, sie ist hi. Ja, vielleicht auch so Hilfe. Hi. Da ist ein Hai. Ich sehe die nicht. 0,000 sehe ich die. Ja, ich bin mal eben nach Hause gekommen. Ich wollte gerade schießen, ey. Ich sehe die nicht. Ne, die ist ja auch bei mir irgendwo. Danke. Ist die hier unten? Voll. Die war schon wieder an dieser Ecke. Die schlagen immer gegen diese eine Ecke. Ich weiß nicht warum. Immer. Aber immer hier um der Ecke. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wo? Hier ist ein bisschen Damage. Okay, das wird die nicht gewesen sein, dieser eine Block da. 5 Schaden, die schlägt ja schon eine Weile, ne? Mhm. Die das Loch vielleicht? Oder war ich das? Hier wird die gegengeschlagen haben. In der Ecke. Aber wieso? Was könnte ich da noch machen, dass die vielleicht runterbuddeln? Weil dann schlägt sie ja unten gegen, ne? Aber buddeln mache ich auch erst wieder, wenn ich einen Erdbohrer habe. Boah, habe ich da kein Interesse dran, Jasmin. Ne? Nicht der Hauch, ja? Da will es gar nicht. So. Ich muss mal einmal meine Taschen leer machen. Ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt alles gesammelt habe. Also die Papers können... Ne, warte mal, da kommen die Papers gar nicht rein. So, wo waren denn... Ah, hier, Stift und Papier. Benzin habe ich auch nochmal mitgebracht. Du hast ja nachgetankt schon, ne? Mhm.
Jetzt habe ich meinen Stein und alles rausgepackt. Wir haben auch noch Kohle, 2000 und, ne? Ja, wir haben aber kein Messing. Karl-Heinz, Mann. Hör mal zu. Call 2. Patronenhülsen, machst du die oben oder unten? Weiß gar nicht, wo ich die jetzt... unten. Unten. Dann schmelze ich da einen Heizkörper ein. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Was haben wir denn hier noch Feines? Das können wir dann noch einsortieren. Dann kommen hier noch Zutaten, Nahrung. Erste-Hilfe-Kasten habe ich auch noch im Pedo. Dann haben wir die voll. Blutbeutel. Geschossspitzen. Möchtest du ein paar Geschossspitzen? Und wenn ja, wo willst du die hinhaben? Unten. Aber ich brauche Messing. Ja, schmilzt gerade ein. Ich pack die Geschossspitzen damit in der Warenausgabe, ja? Die kann man nicht stacken. Kiste, Truhe, gesicherte. Wie hieß die? Da. Da hieß die. Da kann rein meine Mod. War hier noch eine drinne? Nee, ne? Nee, von denen nicht. Dann haben wir noch ein bisschen Zement. Habe ich hier gar keine Kiste mit Zement? Nee. Können wir drüben einsortieren. Händlerkiste, Händlerkiste. Ich habe noch Federn drüben, Dosen, Händlerkiste. Kann eigentlich auch in die Händlerkiste. Dosen. Nahrung. Oh. Da bin ich hier. Oh, bin ich hier dreimal. Hallo? Ich komme hier leider nicht hoch. Was ist denn da los? Ich hab Bett. Was soll denn das hier heißen, Jasmin, du? Setz mich gleich auf dich drauf. Kannst du mir nochmal sagen, dass ich fett bin? Ich glaube, wenn ich dick wäre, ne? Also wenn ich so wirklich dick wäre und ich würde mich mit jemandem streiten... Ah, meine Ohren fangen schon an weh zu tun. Und die bluten, glaube ich schon. Ah. Ich glaube, ich würde mich draufsetzen. Dieser Ton in meinem Ohr, klingel, klingel. Wieso machst du das eigentlich nie, wenn du dich streitest? Hm? Hättest du das verstanden, wäre ich tot. So, jetzt habe ich überall Eisentüren. Ja, den packe ich drüben erstmal wieder rein. Oh Gott, ey, dieses Sortieren, das ist ja das Schlimmste. Oh, ist aber düster. Finstere Zeiten kommen auf uns zu, Jasmin. Aber ich bin nicht emotional bereit heute für den Blutmond, ey. Meinst du? Mhm. So, Eisen schmelze ich hier ein. Das ist korrekt. So, 500er Stacks dann wahrscheinlich. Ja, genau, jetzt kommt schon wieder eine Schreierin. Wahrscheinlich, ey. Und? Scheiße, hä, die hat schon gestehen? Oh, Jasmin, bitte. Wieso hat die... Die hat doch noch gar nicht gestehen. Wieso lockst du die denn alle hierher, hm? Ach, leck mich doch, ey. So. Muss er hier noch sperren? Jo, haha. Muss erst Munition rein, ne? So. Gut, dann kann ich ja die Stachelfallen hier noch machen. Alter, was soll denn das jetzt? Genau. Oh, jetzt kommen auch die ganzen Polizisten. Jasmin, stört es dich, wenn ich hier kurz mal vorbeikomme und mir ein paar Sachen weghole? Oh, du hast Besuch, du hast zu tun. Ich sehe schon.
Die Klingenfalle solltest du vor dem Blutmond aber nochmal reparieren, weil die hält sonst nicht lange. Wie macht man das? Mit Eisen. Oder Reparaturkit, ich bin mir gerade nicht sicher. Ach man, ey, das geht mir ja jetzt schon wieder auf den Nerven, ey. Ah, jo, ich helf dir. Lucky Luke, ja, schneller als der Schatten. Wow, wow. Ich bräuchte, glaube ich, noch eine, ey. Ey, ich hab so ein Gicht in den Finger. Opa, Gicht ist am Start. So, Wunderbärchen, haben wir da auch wieder ausgeholfen. Ach. Kannst du die gleich einmal reparieren? Ja, ich kann ja mal gucken, was man dafür überhaupt braucht. Ah. Die kommen mir hier zu gut rüber, ey. Ja, deswegen will ich ja bei mir den Blutmond feiern, weil, geschmiedeten Stahl brauchst du dafür. Dann würde ich mir da auch gleich mal ein, zwei in die Tasche stecken. Mach doch. Oh, Alter, mein Ohr, damit ich das später nicht vergesse. So. Ey, jetzt bin ich voll von abgekommen, weil ich jetzt nicht mehr weiß, was ich eigentlich machen wollte. Einen guten Eindruck. Mach ich sowieso. Ja. Ich würde sagen, wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Die Folge ist damit leider zu Ende. Aber schaltet morgen wieder ein. Morgen gibt es definitiv einen Blutmond. Und der wird legendär. Naja, geht so. Und ich werde den schaffen. Ich in meiner Basis. In meinem Fort Knox. Hattest du jetzt repariert eigentlich? Ja. Und Jasmin in ihrem... ich meine, dein Bunker ist ja schon aufgewertet, ne? Ja. Stahltüren, Beton überall, Klingenfalle und so. Ja, irgendwie kommen die, wollen die trotzdem hier ständig an die eine Seite rein, da. Ja, erstmal wollen die immer an die eine Seite und die kommen halt über diesen kurzen Steg schnell rüber, ja, ne? Ja, der ist kurz, habe ich doch immer schon gesagt. Ja, den sollten wir mal erweitern. Aber ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Schlechtes Karma. Wenn ich drüben den Blutmond verkacke, dann baue ich auch einen neuen Bunker. Fühle ich mich da auch nicht mehr sicher. So, aber wir sehen uns morgen wieder. Schaltet gerne wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.